drei Bücher, die wirklich jeder gelesen haben sollte. Nummer 1, die 1%-Methode von James Clear. Hier handelt es sich vermutlich um das Buch, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Und das auch völlig zu Recht. Wenn du mit schlechten Gewohnheiten struggles oder dir gute angewöhnen willst, dann ist das Buch für dich, egal ob es um Rauchen oder um Sport geht. Nummer 2, The Science of Breaking Out of Your Comfort Zone von Peter Hollins. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich für die Uni gelesen habe und ich fand es so nice, dass ich es dir empfehlen muss. Seek Discomfort ist dank Yes Theory bereits seit Jahren eins meiner Lebensmottos. Und dieses Buch erklärt perfekt, warum das so ein gutes Lebensmotto ist. Und Nummer 3, I Will Teach You to Be Rich von Ramit Sethi. Auch wenn der Titel vielleicht etwas Klischee und auch ein bisschen cringy ist, ist es doch eins der besten Bücher über persönliche Finanzen, was ich bisher gefunden habe. Einige Dinge kann man nicht zu 100% hier in Deutschland anwenden, aber die grundlegenden Systeme, wie man mit seinem Geld umgehen soll, kann man auch hier anwenden und das Ganze ist bisher das Beste und Einfachste, was ich in dem Bereich gefunden habe. Und genau deshalb sind das